Das ist die Geschichte vom Eismantel. Das ist eine Geschichte aus dem Pfalzertal. Ihr wisst ja, die Tibetaner, die schmettern und erzählen allen noch von ihrem Ötzi, nicht vom Ötzi, von dem das Mantel, das halt in den Alpen im Tibet umgeistert, das horige Mantel. Den hat ja scheinbar der Messner auch schon gesehen. Auf alle Fälle, so gibt es in Pfalz das Eismantel. Und da hat sich zugetragen, dass ein Maranzner Jäger, der ist auf die Jagd gegangen. Und ziemlich weit auch auf die Gams, und es war noch Schnee. Und da hat es schon angefangen, Nacht zu werden. Und da oben gibt es irgendwo so eine Höhle. Man ist in die Höhle rein und hat sich seine Lager gerichtet und hat die ganze Nacht geschlafen. Hat gar nicht gemerkt, dass er nicht allein war. Erst in der Früh, wenn es außen schon die Sonne gegangen ist, ist er aufgewacht. Hat er so ein kleines Heilager gehabt in den Rucksack. Dann hat er gesehen, dass er nicht allein ist. Und auf einmal ist beim Eingang von der Höhle ist so ein kleines Eismantel gestanden. Das war als wie ein Eiszapfen. Das hat geglitzert, so wie ein Kristall. Das war ja wie ein gefrorenes Mantel. Und das Maismantel ist halber noch und hat zu den Jäger hergekommen. Und der Jäger hat die Pix auf seine Seite gerissen. Zum Glück hat er eine geweihte Kugel mit gehabt. Das haben die Jäger früher allem gehabt, weil sie ja Angst gehabt haben, sie begegnen den Teufel. Dann haben sie eine geweihte Kugel vom Pfarrer auch noch mit gehabt für alle Sicherheit. Und dann hat er schnell die Kugel geladen und hat auf das Eismantel geschossen. Und in dem Moment hat das Eismantel einen Schrei getan, aber die Kugel ist von Eismantel abgeprallt. Also in Eismantel ist nichts passiert, außer dass ein paar Eissplittern weggeflogen sind. Und das Eismantel ist auf und davon und allen über den Berg und der Jäger ist aus. Er hat nochmal gewollt nachschießen, aber es war schon zu weit weg. Und so hat er gesehen, wie das Eismantel im Wald unten verschwunden ist. Und da auf dem Bild siehst du, wie der Jäger in der Höhle noch das Lager war, geschlafen hat mit seinem Rucksack. Oben im Dunkeln fliegt noch eine Fledermaus miteinander und der Jäger, der zielt gerade auf das Eismantel, das im Gegenlicht oder herglitzert und bevor er halt schießt. Und das ist die Geschichte vom Eismantel in Maranzen und im Pfalz, das den Jäger passiert ist.